Hier und dann vis-à-vis. So, Freunde, buongiorno, hallo und herzlich willkommen bei Abseits der Fußball-Podcast. Hallo YouTube, hallo Podcast und wow. Wir haben den 15.12. kurz, also 20:41 Uhr. Und je nachdem, wann ihr das hört, bitte verzeiht uns. Wir sind ein bisschen noch emotional aufgeladen, weil wir nehmen heute auf, ihr wisst, Champions League und englische Woche. Dann nehmen wir immer Mittwoch auf. Und heute war auch noch gerade eben zu Ende gegangen das Spiel der Eintracht gegen Gladbach mit Hütter als Trainer. Es gibt viel zu bequatschen. Mit dabei natürlich Delaney. Ja. Guten Abend. Und auch wieder mit dabei, der Steffen. Was ein Hitz, was ein Hey, Hitz. Und Mr. Podcast 2021, Norbert Deek. Vielen Dank, Abend. Schön, dass ihr da seid. Abend, Abend. Und Freunde der Sonne, es war ein wirklich hässliches Fußball-Bundesligaspiel, aber die Eintracht, also je nachdem, wann ihr es jetzt hört, im Auto oder in der Bahn oder gechillt vorm Rechner, lehnt euch zurück. Wir haben eine pickepacke vollgepackte Sendung, wollen aber natürlich mit der Eintracht anfangen, die gerade gewonnen hat. Frage in die Runde: Wie hat das Spiel gefallen oder wie wurde das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes gelesen? Oh, Leini, du hast es richtig gesehen. Sag doch mal, wie war dein Eindruck? Also das Geile ist, du hast ja diese Woche den Luxus, es waren ja zwei Spiele, beziehungsweise der 16. Spieltag ist zur Hälfte rum, dann fangen gleich die Spiele an und der 15., der war ja am Wochenende, dazwischen war ja kein Podcast und, ach, es war eine Ruhe, und, nein, aber du hast ja den Ja, schade, Luxus, dass du, aber du hast ja echt den Luxus, dass wir jetzt über zwei Siege der Eintracht reden können und der eine war gegen Leverkusen, da kommen wir später vielleicht nochmal kurz drauf, aber heute Gladbach 3:2 gewonnen. Eine rote Karte ab der, ich glaube, es war die 69. Minute Ja. gegen Duda, die war auch, also eine gelb-rote, beide Karten Ja, waren wenn du berechtigt. so gelb hast, dann darfst du nicht nochmal so Ja, das einstarten. darfst du nicht machen. Das Ding ist, die erste Halbzeit war okay, da haben wir kurz vor der Halbzeit ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit, es war die Parallele zu Leverkusen, die Mannschaft kommt Ja. aus der Kabine und gibt Gas ohne Ende, hat gepresst wie Ursula von der Leyen in besten Zeiten und also die Frau hat sieben Bitte. Kinder, die weiß Bescheid. Natürlich. Und nee, aber Da habe ich schon das die Überschrift der Einzige. Folge. Gepresst wie von Ursula. der Leyen. Ja, Ja. nein, aber der Punkt ist der, was mir nicht gefallen hat, ist, die Eintracht hat Gas gegeben wie die Feuerwehr in der zweiten Halbzeit. Zu Recht auch das 3:2 dann. Das 2:2 war ein Elfmeter, auch der war berechtigt. Aber du hast gemerkt, nach dem 3:2, Steffen, du hast es ja auch gesehen, da haben sie versucht, den Ball Konzentrat teilweise. weitergeführt. Das wollen wir Bitte, doch ja. noch hören und gönnen, dir gönnen. Ja. Nein, aber du hast das Gefühl gehabt, teilweise, jetzt werden sie arrogant und wollen den Ball über die Linie spielen. Der Lindström hatte noch einen super Pfostenschuss gehabt. Das war Pech, aber teilweise, die haben es ja auch gekonnt. Ich habe nur gedacht, wow, Jungs, macht mal langsam. Und dann nach der roten, gelb-roten Karte gegen Tuta, 69., da war halt dann hinten reinstellen gefragt. Ja, dann kam nochmal Hasebe, der alte Mann, und mit Glück dann über die Zeit gebracht. Aber alles in allem war der Sieg verdient. So. Muss man Ja, sagen. aber es war wirklich kein schönes Fußballspiel, sowohl in der Nee. ersten als auch zweiten. In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit Gladbach ein bisschen mehr vom Spiel. Trapp, also Weltklasse, was die der Ruhe, die rausgeholt der hat. Mann ausstrahlt, die Paraden. Also es waren auch in Anführungsstrichen Torwartbälle. Also jetzt war jetzt keiner dabei, wo man sagen müsste, wow, wie hat er denn jetzt den bekommen? Aber Trapp. Also wenn du dir vorstellst, wie wir am Anfang der Saison im Stadion waren und da gab es den einen oder anderen Schnitzer, wo du gedacht hast, okay, was war denn, da wirkt er irgendwie so ein bisschen fahrig, unkonzentriert. Also der ist Richtig. mittlerweile echt wieder ein sicherer Halt. Alles in allem ein interessantes Spiel. Also da könnte man natürlich noch in die Tiefenanalyse gehen. Für mich ist nur die Frage, mittlerweile, also wie gesagt, alles toll und international und national und so, aber was ist mit der Eintracht los bei diesen. Die Eintracht kann nicht Favorit sein. So, die Leistung, wenn es gegen Bayern geht, wo du denkst, ach, gegen die Bayern, da fragen sich alle nur, wie hoch die Niederlage ist. So, oder gegen Leverkusen oder international. Aber bei so Mannschaften wie Augsburg, bei so Mannschaften wie, ja, mittlerweile ein stärkeres Köln, Berlin, dann jetzt dieses Spiel, wo du eigentlich davon ausgegangen bist, also gut, die In Gladbacher, die Bochum straucheln gerade ein verloren. bisschen. Hä? In Bochum verloren. Ja, Ja, genau. ja, Also diese Vermeidung, wo man eigentlich sagt, okay, das ist. Die Gladbacher wackeln gerade und mit der Dynamik, mit der Leistung, mit dem Selbstbewusstsein müssten sie eigentlich in der ersten Halbzeit schon 2, 3, 4 Buden machen. Und die erste Halbzeit war echt eine ziemliche Katastrophe. Hinti, viele Fehlpässe. Also die ganze Mannschaft wirkte irgendwie müde. Noch nicht mal verunsichert, aber das so ein bisschen, das wirkt immer so ein bisschen wie, hö, die kicken ja jetzt gegen uns. Also
das ist, du hast immer das Gefühl, wenn es gegen so die großen Gegner geht, ist die Konzentration nochmal auf einem anderen Level als heute. Erste Halbzeit unterirdisch. Also Gott sei Dank haben die Gladbacher bei den Gegentoren so viele Räume gelassen. Aber also interessant und gerade erstaunlich für mich, dass die Eintracht immer Schwierigkeiten hat, Favorit zu sein. So wirkt es. Da kommt doch aber Norbert ganz kurz, ich will nur einen Satz. Launische Diva, mehr musst du da glaube ich nicht sagen. Norbert, bitte. Ja, aber also jetzt ein bisschen, gucken wir mal wirklich auf die Situation, wie sie heute war und aus den Spielen, aus denen wir jetzt gerade kommen. Ja, also das ist jetzt echt eine anstrengende Zeit, die letzten zwei Wochen. Ja, es geht schon was ab. Und du hast noch die Reise nach Istanbul und so weiter. Und dann geben die doch noch so Gas und sagen, okay, dann sind wir halt 20 Minuten zu zehnt und wir haben hinten raus zu verteidigen und so weiter. Also, dass sie das machen, dann ziehe ich nur den Hut und dann sage ich auch, und wenn es dreckig aussieht, ist mir scheißegal. Ist mir ehrlich scheißegal. So, ja, und das wirkte bei dem einen oder anderen Spieler auch so ein bisschen, dass der sich selbst den Druck und den Stress gemacht hat, gegen Gladbach unbedingt gewinnen zu wollen wegen Hütter. Ja, also da hat der ein oder andere schon noch eine offene Rechnung gehabt mit Hütter. Ich glaube auch, dass das da ist. Und da sind wir vielleicht bei einem ganz anderen Thema, können wir vielleicht gleich drauf kommen. Wenn man genau, daran habe ich auch gerade gesagt. Ne, mit das Gespräch mit Hellmann am Montag beim Heimspiel gesehen hat. Es gibt ja wohl, also so die Kommunikation mit Adi Hütter ist ja jetzt nicht mehr so intensiv, hatte ich den Eindruck. Jetzt guckt euch das auf jeden Fall mal in der Mediathek an. Tolles Gespräch. Absolut. Lohnt sich total. Okay. Genau. Also von daher, da bin ich ja total zufrieden. Und auf der anderen Seite, was du schon gesagt hast, Leini, dass die Dramaturgie erstmal fast so war wie bei dem Leverkusen-Spiel. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. 3-2 und jetzt geht es so weiter. Schießt ihr noch zwei Tore und es geht wieder 5-2 aus. Aber dann kam die rote Karte dazwischen. Gut. Aber also ich kann nur sagen, zufriedener kann man ja nicht sein. Was willst du denn? Also, das ist doch der Hammer. Ja, das ist ganz toll. Du hast doch das Gefühl, dass das Umfeld, die Fans, den Klassener direkt ins Herz geschlossen haben, weil der auch wirklich, der wirkt gut an der Seitenlinie. Und vor allen Dingen, also wie gesagt, man müsste in die Tiefenanalyse gehen, aber vor allen Dingen Mentalität. Auch jetzt wieder. Du kriegst die rote Karte, du bist mit 10 Mann, du musst wirklich, das ist ja dann gar kein schöner Fußball mehr, sondern einfach nur alles reingeworfen. So. Aber diese Mentalität und dieser Kampf zu sagen, nee, wir holen das jetzt. Und das ist gerade wirklich erstaunlich. Und ich weiß nicht, ob das aus der Mannschaft herauskommt oder vom Klassen, aber die Mentalität, die sind wirklich Mentalitätsmann. Ich bin auch ganz aufgewühlt, Entschuldigung. Ist krass im Kopf. Also die sind einfach, das ist richtig geil, was sie da teilweise, also ich war echt am Zittern jetzt gerade, ich habe nebenbei geduscht, dann Zähne geputzt und habe dann wirklich, also ich habe das Duschgel nur so um mich geworfen. Ja krass, wirklich mega. Hast du auf dem Handy geguckt oder was? Nee, auf Laptop. Ach so, ja, aber das ist genau, was du sagst, hast du gesehen, habt ihr gesehen, die letzten drei Schüsse, die allerletzten drei Schüsse, die haben sich richtig reingeschmissen dagegen. Der Hindi hat einmal gegrätscht wie ein Blöder, also in die Luft, aber ins Leere, weil er den Ball aufhalten wollte. Und das ist genau der Punkt. Vielleicht hätte eine Eintracht vor ein paar Jahren noch sich aufgegeben oder gedacht, okay, 20 Minuten dieses Powerplay von Gladbach, was sie ja gebracht haben, wäre vielleicht zu viel gewesen. Aber was dann und die haben Mentalität, ja schon, also genau, und die haben ja auch schon gegen andere Mannschaften gezeigt, dass sie einfach auch schön kicken können. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, die Eintracht ist ein Kampfsauverein, sondern die hatten ja auch schon, also nur die erste Halbzeit gegen Leverkusen, das war richtig schöner Kombinationsfußball, geile Zweikämpfe. Also wirklich eine abgefahrene Mannschaft und es ist toll, so das Jahr mit der Eintracht zu beenden, wo man sagen muss, also die geben wirklich alles. Große Respekt. Und eben nicht nur dass der Kampf, sondern dann, dass sie es auch körperlich überhaupt so durchhalten nach diesen ganzen Spielen. Das heißt, da muss offensichtlich der Glasner hat es ja auch noch mal ein bisschen gesagt, schon so angedeutet, dass er wohl nicht so ganz schlecht arbeitet, dass die Trainingssteuerung so ist, dass die diese Leistung immer auf den Platz werfen können. Und jetzt bin ich wirklich noch mal mehr gespannt zu sehen, was ist denn jetzt beim letzten Spiel gegen Mainz, weil du ja nun auch gerade richtig geil unterwegs sind. Wie wird denn das? Also zu Hause? Und Mainz ist aktuell unser Angstgegner. Gegen die haben wir ganz selten nur, wenn überhaupt, gewonnen. Ja, hier, letzte Saison. Das erste Spiel in Mainz, was die Eintracht seit Menschengedenken, seit Jesus mit dem Kreuz oder so, da haben sie Lass dir Zeit, Norbert, lass dir Zeit, uns die Geschichte zu erzählen. Meine Damen und Herren, Überraschung, es war nur ein Fake, es gibt jetzt nicht abseits der Fußball-Podcast, sondern die Weihnachtsgeschichte erzählt von Norbert T. Auf jeden Fall, also krass und genau, also dass man das alles bündeln kann, ob der Anstrengung, diese Doppelbelastung international zu übernachten, also zu überwintern, abgefahren. Irgendwas wollte ich noch sagen, nicht nur Mainz,
Irgendwas mal, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt von dem Spiel. Ich fand es wirklich krass, habe es echt gerade gefeiert, dass das so. Und ich muss auch sagen, ein bisschen, also man will ja jetzt nicht irgendwie, aber so ein bisschen für einen Hütter, da freut es mich schon. Ich sage es ganz ehrlich. Ja, also, Thema Schadenfreude, ich hätte da den komme ich, glaube ich, nochmal auf Modest auch. Aber nehmen wir doch gerade mal das Leverkusen-Spiel noch dazu, wenn wir gerade dabei sind. Ja. Bevor das jetzt zu lange alles dauert. Aber ganz kurz an die Runde, ganz kurz, Entschuldigung, ganz kurz. Wünscht man sich jetzt, dass der Hütter sogar seinen Job verliert oder hat es jetzt schon mal gereicht, als Genugtuung zu sagen, haha? Nee, ich denke mir, wärst du halt nicht weggegangen. Das denke ich mir nach wie vor. Ich bin mit dem Glasner voll zufrieden. Das war klar, dass er am Anfang braucht. Der hat Wolfsburg auch nicht von heute auf morgen. Der Glasner hat auch nicht Rom an einem Tag gebraucht. So, der hat in Wolfsburg genau ein halbes Jahr gebraucht. Also der Hütter hat jeden halben PM. Aber ich finde es geil, weil, also ich dachte schon, ich bin der Einzige, der bei dem so die Schadenfreude so ein bisschen beißen dachte, es ist natürlich schon kindisch auch, so schadenfreudig zu sein. Aber es gehört aber allein, doch dazu. Und ehrlich, es geht ja nicht darum, dass er den Verein gewechselt hat. Leute, da sind wir alle dran gewöhnt, es passiert das wie. Aber wie, dass er wie so ein kleiner Junge drauf bestanden hat, aber ich darf's doch. Und das, Alter, darum reden das wir doch nicht, genau, sondern, das doch gar nicht dass du Pfeife nicht, genau, dass du Pfeife nicht sagst, Leute, klar, ich weiß, ich habe so, es hat sich was anderes. Ich gebe trotzdem noch alles für den Verein bis zum Ende. So, er hat die ganze Zeit nur gesagt, ja, aber es ist doch, es darf das und es wird. Halt die Fresse. So kannst du dich nicht verabschieden. Und schon gar nicht dabei, von Fans von so einem Verein. So das kannst du vielleicht in Leipzig oder so. Ja? Und für mich bleibt es dabei, der Hütter ist dran schuld, dass die Eintracht nicht in der Champions League spielt. So, ja, das war, da fing es an. Das wäre eine ganz klare Quali gewesen für die Champions League, eine krasse Saison. Und dann hat er das zu so einem absolut unmöglichen Zeitpunkt gesagt. Ich gönne sie mir ein bisschen. Und was ich sagen muss, ich habe es nicht ganz verstanden, oder ich glaube, empfand es als für ihn nicht gutes Zeichen, dass der Eberl jetzt so nach vorne gedrescht ist. Ich glaube, dass der Termin im Sportstudio jetzt am Samstag, der stand fest, den kannst du nicht, der ist so, also der ist Wochen vorher, aber dann noch dazu geschaltet im Doppelpass, wo ich dachte, ich glaube, die Arbeitsverträge werden gerade nochmal ausgedruckt. Ich glaube, das ist Krisenmanagement. Da muss er hin. Aber ist das der richtige Zeitpunkt, dann nicht den Trainer reden zu lassen? Oder spricht es eher für ihn, dass er nach vorne geht? Ja, dass er sagt, das hat er ja mehrfach gesagt. Dass er sagt, wir alle. Es ist nicht der Trainer, es sind nicht die Spieler. Es bin auch ich und deswegen stehe ich hier. Ich glaube, das ist eher sein Ding. Tatsächlich frage ich mich natürlich, zieht er das noch eine zweite Saison sozusagen durch wie mit Rose? Und sagt dann, wir halten an dem Hütter fest, scheißegal, was passiert, wir spielen dieses zweite Jahr nicht international. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sind wir nämlich bei der Situation, wenn er nicht hundertprozentig an Adi glaubt, dann ist das natürlich in der Winterpause der beste Moment zu sagen, so, tschüssi, ab nach Österreich, wir holen jemanden ab. Wenn du eine gute Alternative hast auf der Trainer. Ganz genau. So, da muss dann jemand im Auge haben. Ja, also... Ja, also es bleibt auf jeden Fall, aber ich glaube auch, es geht nicht nur darum, dass die Spiele, für also drei Spiele, 16 Gegentore, jetzt halt doch gegen die Eintracht verloren sind. Ich glaube, es ist auch der Punkt, wie sie verlieren. Ich glaube, die Art und Weise, wie sie verlieren. Und das war wirklich, also eigentlich nach dem Start in das Spiel, die ersten 20 Minuten, dürfen die gegen die Eintracht das Spiel nicht verlieren, weil sie klar souverän waren, weil sie klar Herr im Haus haben. Du weißt, das ist ja jetzt nicht das, was die Eintracht jetzt quasi in dem Spiel begonnen hat, sondern du weißt, die Eintracht, die ist gerade eine Kampfsau und die kommt auch von hinten nach vorne und links und rechts und spielt auch in der zweiten Halbzeit nochmal auf. Und da musst du die Dinger verwandeln. Und dann die Gegentore, da sah die Abwehr wirklich bescheiden aus. Also da waren Räume vorhanden. Alter Schwede. Aber ich meine, das ist halt deren Kernproblem. Also die Offensive, obwohl die jetzt auch nicht mehr so souverän ist, wie man ja sieht, die schießen ja kaum noch Tore, viel besser, aber in der Abwehr stimmt es ja hinten und vorne nicht. Ja, also aber die Offensive ist doch das Entscheidende im Moment zumindest. Du hast einen Boré, das ist kein Ibrahimovic mehr, kein Ronaldo. Du hast jetzt du hast einen Lindström, der Bub ist 21, der hat noch die Windel am Popo, ja. Aber der Punkt ist der, die kämpfen wie die Sau. Ja, mittlerweile. Der Boré, was der für... Ging es jetzt um den Sturm von Gladbach oder von der Eintracht? Ich habe gerade über Gladbach geredet. Okay. Entschuldigung, da war der fließende Übergang. Das ist relativ. Da bin ich jetzt gerade geswitcht im Kopf. Was Gladbach angeht, diese 0-6, dann 1-4 letzte Woche, glaube ich, war es. Jetzt wieder 2-3. Das sind ja ein... Oder davor 1-4 und dann 0-6. Das sind ja eindeutige Zeichen, dass da wirklich... irgendwas im Argen läuft. Und jetzt kannst du sagen, der Hütter hat bei der Eintracht auch lang gebraucht, aber wir haben kein 0-6 gehabt. Wir haben kein 1-4 danach gehabt. Ich möchte es nur kurz verstehen. Genau. Also nochmal Frage an die Runde. Da gewinnst du vor ein paar Stunden
Nee, das war ja Leverkusen. Die, Bayern ich nehme die Frage zurück und verlasse den Chat. Nee, deine Gladbach-Frage kann man auch, um dir auf die Sprünge zu helfen, Bizi. Vor ein paar Stunden gewinnst du 5-0 gegen Bayern und dann kommt sowas. So. Das kannst du ja auch. Das hatte ich vorhin schon, als ich meine Anmoderation geprobt habe, dachte ich mir. Und Gladbach hat ja auch, nee, war doch, warte, Google. Ah, ich dachte heute, ich bin bei 3 Nachos mit Käse, aber. Offensichtlich ja. Ich dachte, für Garderobe keine Haftung. Was haben wir denn noch? Wir haben noch, aber also wie gesagt, Glückwunsch und sehr, sehr geil. Eintracht Frankfurt, mega, mega, mega. Echt super, 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 super. Tolles Spiel, guckt euch die Highlights. Nee, braucht ihr nicht. Das war ein Gab. Es stabilisiert sich jetzt eben. Und das ist eben nochmal der Unterschied, weil wir sehen ja ganz viel, so wie du es jetzt eben bei Gladbach ja angedeutet hast, ganz viel schwankende Sachen oder bei Leverkusen angedeutet hast, die gewinnen, die sind auf einem guten Weg und dann verlieren sie eben gegen die Eintracht 5-2. Es ist ja nicht super knapp, sondern die krachen rein in der zweiten Halbzeit. Da ist ja ganz viel Instabilität in diesen Mannschaften und bei der Eintracht habe ich so das Gefühl, okay, langsam aber sicher kommt man auf so ein Niveau, wo man sagt, naja, die können auch nochmal ein Spiel verlieren, das ist ja nicht das Problem. Aber auch gegen Hoffenheim, das war ja eine andere Geschichte als die verlorenen Spiele oder die Unentschieden davor. Bevor ich, Herr Baden, bevor ich Ihnen, weil das passt jetzt gerade ganz gut, bevor ich Ihnen redaktionell komplett das Feld überlasse, ich wollte mal ganz kurz, weil es jetzt auch Thema ist, die Bayern, ich wollte uns mal ganz kurz auf eine kurze Reise durch Europa begeben, weil, also je nachdem, die Dortmunder spielen jetzt gleich, vielleicht können die noch 3 Punkte holen, aktuell die Bayern mit 40 Punkten und Dortmund mit 31, je nachdem, wie gesagt, wann ihr es hört. Aber wir wissen jetzt noch nicht, wie Dortmund gespielt hat. Aber es sieht wieder ganz schwer danach aus, zu sagen, okay, wer soll denn gegen die Bayern konkurrenzfähig sein? Also Dortmund schwankt, Leverkusen sowieso, Freiburg ist ganz nett, Hoffenheim hat gerade irgendwie einen ersten, zweiten, dritten Frühling. Aber man kann in dem Fall auch mal den Blick kurz nach Europa richten und sagen, guckt euch auch auf jeden Fall gerne mal, wenn ihr Zeit und Muße habt, europäischen Fußball an. Weil die Situation, die wir in Deutschland haben, was die Bayern betrifft, gibt es momentan eigentlich nur noch auch in Frankreich. Da haben wir Paris Saint-Germain mit Paris Saint-Germain. Ich wollte gerade sagen, sag's nochmal bitte. Da haben wir in Frankreich auf Platz 1 Paris Saint-Germain. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei HR4. Der Schmatzer, der intellektuelle Schmatzer. Genau, das heißt Frankreich, da die haben so eine ähnliche Situation mit PSG. Da ist der zweitplatzierte Olympique Marseille mit 32 Punkten. Aber spannend zum Beispiel, wenn ihr mal wieder spannende Meisterschaft sehen wollt, auch an die England. Ja. Schaut nach England. Herr Degen hat absolut recht. Man City auf 1, 41 Punkte. Liverpool auf 2, 37 Punkte. Und Chelsea auf Platz 3, 36 Punkte. Das ist spannender Meisterkampf, vielleicht sogar noch bis zum Schluss. Bella Italia, ich habe es mir ausgedacht, Bella Italia auf 1, Inter Mailand 40 Punkte. Dann kommt Milan mit 39 Punkten, dann kommt Bergamo mit 37 Punkten und dann Neapel mit 36 Punkten. Also guckt euch mal Italien an. Oder auch immer wieder Spanien. Platz 1 und die sind alle ungefähr so 17., 16. Spieltag, also ungefähr so wie bei den Deutschen. Real Madrid auf 1 mit 42 Punkten, dann kommt Sevilla mit 34, die haben jetzt aber noch ein Spiel zu spielen. Vielleicht holen die dann noch auf, Real Betis, Atletico Madrid. Also wenn ihr gelangweilt seid von der deutschen Fußball-Bundesliga, weil die Bayern wahrscheinlich zum 10. Mal deutscher Meister werden, schnappt euch The Zone und guckt mal ein bisschen zum Beispiel nach England. Da gibt es auch noch spannenden Fußball. Genau, und zwar auf richtig hohem Niveau. Ne? Das ist ein anderes Niveau. Wie ist das Niveau? Ich frage an die Runde, wie ist das Niveau in Deutschland? Sagt es mir, warum die Bayern und warum schafft es kein anderer? Ich verstehe es nicht. Das Niveau ist ja nicht schlecht. Und ich glaube, also England und Spanien sind insgesamt besser als die Bundesliga. So, aber ich sehe uns auf Platz 3 europäisch. So, die Bundesliga an sich. Das Ding ist halt das, ich verstehe halt auch nicht, warum vor 2 Spieltagen, vor 2 Wochen oder was, saßen wir hier und haben gedacht, geil, ein Punkt, da geht was. Dann kam der Klassiko, der Deutsche. Ja. Da gewinnen die Bayern. Dann verliert Dortmund das nächste Spiel. Jetzt sind es aktuell 6 Punkte, wenn Dortmund heute gegen Fürth. Ich glaube, es ist Fürth. Sie führen auch 1-0 schon. Okay, gut. Ja, Leipzig führt auch, das habe ich noch gesehen. So, jetzt gesetzt im Fall Dortmund gewinnt, gehen wir mal davon aus, dann sind es ja trotzdem 6 Punkte. Ja, aber 6 Punkte. Das ist durch. Also, ja, gegen Bayern. Wenn sie mal den Marcel Reif raushängen, das ist durch. Das ist schon, Entschuldigung. Schon von Anfang der Saison durch gewesen. Und jetzt zwischendurch hat man mal so eine kleine Hoffnung, wenn da nur dieser eine Punkt ist, aber nicht wirklich.
Nicht wirklich. Du siehst ja an den anderen beiden oder an den anderen drei Ligen, die du gerade erwähnt hast, Steffen, da kann der Dritte auch nochmal durch eigene Leistungen hochkommen. Aber die eigene Leistung muss stimmen. So, die Dortmunder. Ich habe vorgestern mit einem Dortmund-Fan telefoniert, war fanatischer BVB-Fan, Tobi, liebe Grüße, Arbeitskollege von mir. Und der sagt, der ist richtig angepisst, wenn Dortmund verliert. Du darfst ihn nicht fragen, was war denn los? Der geht nicht ans Handy. Und der hat vorgestern, vorgestern selbst zu mir gesagt, ja, wenn du so blöd bist wie wir und gegen Bochum nicht, nichts gegen den VfL, Punkte liegen lässt. Alles gut. Ja. Bochum starker Aufsteiger, aber es gibt ja diese Regel, wenn du Weltmeister werden willst, musst du die Spiele ab der K.O.-Runde gewinnen. Ja, wenn du deutscher Meister werden willst, musst du diese Spiele in Dortmund. Und die Bayern sind ja nicht stark. Die Bayern sind ja nicht stark. Nee, die Bayern spielen teils Kraut und Rüben, fliegen aus dem Pokal aus, wo du denkst, okay, jetzt schnappen wir sie uns und jetzt fallen sie in Tief und die haben einen neuen Trainer. Nix. Ganz genau. Wie gesagt, sie sind gar nicht so souverän wie in den Jahren davor. Und trotzdem schaffen es die anderen nicht, weil sie noch weniger stabil sind. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo dann vielleicht die Eintracht auch wieder mal reinstoßen kann und sagen, solange du eine gewisse Stabilität mitbringst in dieser Liga, kannst du es relativ weit nach vorne schaffen. Weil die anderen haben diese Stabilität im Moment nicht. Aber was kannst du denn da als Trainer sagen, ich komme gerade ein bisschen heute, die Valium wirkt, so eine Valium ist heilige, ich habe echt gebrüllt und ich sage, jetzt lass dieser scheiß Hütter, du bist dran, aber ist egal. Kasching. Aber was kannst du denn als Trainer einer Mannschaft sagen, wie Dortmund, Leverkusen, wenn du sagst, habt keine Angst davor, auf den ersten Platz zu kommen, bleibt konstant, bleibt cool. Also ich habe immer das Gefühl, sobald eine Mannschaft so ein bisschen ins Rampenlicht drückt und man sagt, oh, okay, die könnten eventuell die Bayern, dann ist schon wieder vorbei. Sagst du, was ist denn da los? Warum seid ihr denn so schnell nervös? Seit 10 Jahren. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht in einer Saison oder in zwei gewesen. Es ist seit verdammten fast 10 Jahren so. Ja, vielleicht, als würden die gar nicht dran glauben, als würden sie sagen, ich unterschreibe bei Dortmund oder bei Leipzig und das beinhaltet, dass wir gar nicht Meister werden können. Das ist ein Betrag. So. Und wenn du ehrlich bist, Steffen hat es ja gerade gesagt, es gab in den 10 Jahren eigentlich wirklich nur 2 Jahre, 13 und 20, wo die Bayern so überstark waren, dass du sagen konntest, okay, da geht einfach nichts. So. Die sind zu stark. Ja, genau. So in der Champions League sind die immer noch eine Macht, aber in der Liga siehst du, es funzt nicht alles. Die Eintracht hat es doch auch geschafft. So. Und vor allem, die müssen es gar nicht abrufen. Ich gucke mir gestern das Spiel gegen Stuttgart und das war wirklich 0815. Der Sané hat mal einen guten Moment und der Gnabry hat mal einen guten Moment. Aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, die überrennen die jetzt, sondern Stuttgart wirkt ängstlich und du hast bei den Bayern echt das Gefühl, die heben sich alles auf für Nationalmannschaft und Champions League und die zeigen nur so viel, wie sie müssen. Und das war vielleicht gestern gegen Stuttgart das 5-0. Das waren vielleicht 25%. International können die richtig abgehen. Da warten die nur drauf auf richtige Gegner, aber das ist alles so. Eine Meisterschaft hat, glaube ich, beim FC Bayern, das ist so ein bisschen 5 Euro ins Phrasenschwein, aber wirklich null Bedeutung. Das wird einfach wirklich, das gehört einfach, die machen irgendwie am Anfang der Saison, machen die Inventur und dann ist das ist schon auf der Liste. Meisterschaft, ja, klar, wie immer. So, und das ist halt schade. Das ist halt schade, dass es keiner versteht, wie in England, wie in Spanien, wie in Italien, dass du wirklich mal so ein 2er, 3er, 4er Kampf hast, wo du sagst, richtig, also auch für die Kids, wie geil war das für uns damals mit 7, 8, 9 sowas zu erleben. 34. Spieltag, kurz vor, geht's auf was. Ja, ich habe nur gerade alles gut. Dann ist wieder die Stimmen. Was? Und auch diesmal lohnt es sich wieder auf YouTube reinzuschauen. Nicht nur wegen dem German George Clooney, sondern auch weil der Bart zeigt, wie Krankheit optisch aussehen kann. Jetzt wisst ihr, warum ich als Kind beim A-Team immer Murdoch sein wollte. Aber ich meine, du hast ja recht, damals schade, das ist schade. Zu viele Mannschaften noch die Möglichkeit, gut, alle 2-3 Jahre waren die Bayern dran, hat einen auch genervt schon, aber dennoch, zwischendurch nochmal der FCK, Stuttgart, was weiß ich, alle kamen nochmal da hoch, da gab es mal eine Phase, wo der 1. FC Köln im Zweikampf war mit München, alles vorbei. Und dann hast du auch ganze Woche drüber gesprochen und du hast die ganze Woche und du hast dich dann irgendwie, selbst wenn ein Frankfurter, der dann irgendwie außen vor war, zu sagen, oh, jetzt 34. Spieltag, dann spielen sie alle gleichzeitig und dann, oh, wir geben zurück nach Schalke oder wir geben zurück nach, so, und das hast du jetzt seit 10 Jahren, hast du nicht so, irgendwie 28. Spieltag und dann ist nur noch die Frage, wann bekommen die Kopie, kriegen die das Original? So, das ist halt echt, Du musst es dir mal auf die Zunge vorstellen quasi, ja. Der letzte Meister, der nicht Bayern hieß, war Dortmund und der Jürgen Klopp. Das war 1800 schwarz-weiß. Das ist wirklich schade. Also ich finde es halt schade für die Kids, dass die keinen anderen, dass sie wirklich keinen anderen erleben, dass du das nicht hast, dieses
dass du nicht mal gepackt wirst vom Fußballfieber, oder du bist im Stadion und erlebst das live, sondern wirklich diesen Moment zu sagen, ja, der Vater ist auf der Couch und sagt, ja, die Bayern wieder. Und du sagst, Fußball ist aber nicht so aufregend. Oder ist halt, ja. Schade. Ja, ja. Der Wettbewerb ist von Anfang an vorbei. Sobald die Saison anfängt, ist dieses Ziel weg. Und du kannst halt sagen, naja, gut, wir werden halt Champions League. Ja, das können wir holen. So. Ich muss also, da können wir reinkommen. So. Zur Verteidigung der Liga muss ich aber sagen, natürlich, der Meisterkampf ist seit 10 Jahren langweilig. Aber der Rest ist noch so spannend genug, dass man es trotzdem noch guckt insgesamt. Ja. Das muss man schon sagen. Nicht nur wegen der Eintracht. Die Plätze oben, die ersten, die zweiten Plätze bis 4 oder 5, dann die Abstiegsplätze. Du hast mit Werder und Schalke 2 Mannschaften gehabt. Alleine deswegen hat es letztes Jahr schon gewonnen. Aber ich will mal wieder die Meisterschaft sehen. Das hatte ich irgendwie bei Twitter gelesen. Falls irgendwer und Wolfsburg absteigt, wäre das ein Verlust für die Stärke der zweiten Liga. Also so kannst du es halt aussehen, ja. Das entwertet die zweite Liga. Können wir das vielleicht nutzen fürs nächste Thema, was ich gerne anschneiden wollte, also ich habe heute Wort leer. Wie geil ist denn Anthony Modest, bitteschön? Geiler Typ, ehrlich. Ich erkläre es kurz. Ja. Gestern hat Köln in Wolfsburg gewonnen, 3-2. Ja. Wolfsburg hat gut gespielt, hat aber verloren. Kaltschnäuzigkeit war da, Modeste hat ein Tor gemacht und stellt sich nach dem Spiel hin, ich habe es mir aufgeschrieben, ich bin glücklich, dass wir Schmadtke und Wolfsburg in die Krise geschossen, dass ich Schmadtke und Wolfsburg in die Krise geschossen habe. Man muss dazu sagen, 2017 wurde Modeste schon mal verkauft und angeblich gegen den Willen von gegen seinen Blut. Und damals war der Schmadtke war zu lange in Quarantäne. Das heute, gut. Heute von seines Selbst. Meine Quarantäne ist heute zu Ende gegangen. Nee, meine Quarantäne ist ja seit heute zu Ende. Ich bin wieder arbeiten gewesen und ich bin so platt, aber ist egal. Er wurde angeblich gegen seinen Willen verkauft. Ja. Zwei Steffen, so hast du mich kennengelernt, platt. Und, ja, bitte weiter. Nein. Und ich fand diese Aussage einfach geil. Natürlich kannst du jetzt sagen, er ist ein Vorbild, er ist Fußballer, er darf sowas nicht sagen. Doch, warum darf er sowas denn mal nicht sagen? So. Der Schmadtke ist für mich sowieso so sympathisch wie Michel Friedmann im Fernsehen. So, er hat was, sonst wäre er nicht bei Top-Vereinen unter anderem auch Manager gewesen oder aktuell immer noch im Geschäft. Der muss ja was haben. Aber ich finde es gut, dass er mal auch was zurückbekommt. Und er hat geantwortet heute, interessiert mich nicht. Ja, sicher. Ja, natürlich. Ja, ja. Also, was soll er auch dann? Was soll ihm das nerven, wenn da irgendwie die Wildsau sich an ihm reibt? Also, das ist ja voll. Aber ich finde, Modeste, das macht ihn menschlich, was er gesagt hat. Egal, ob man es gut oder schlecht findet. Ja, es ist ja menschlich. Punkt. Von seiner Seite aus, von Modestes Seite aus, finde ich das absolut okay. Und ich kann das ja auch verstehen. Also, wenn du jetzt auch mal nur die Saison nimmst, ja. Oder nehmen wir noch die letzte Saison mit rein, wo er sich schon mit Glasner mehr oder weniger überwirft und dann ist das einfach nur noch, dann arbeiten die gar nicht mehr wirklich zusammen und du denkst so, Alter, arbeitet ihr nicht am selben Ziel? Geht um ist den das fucking nicht, Verein. Ist das nicht das, ja. So, egal. Gut, dann holst du also einen neuen, dann stellst du nach ein paar Wochen fest, ach guck mal, nö. Und dann holst du wieder einen neuen und dann passiert dasselbe Muster. Aber guck mal, dann passiert dasselbe Muster, der gewinnt wieder paar Spiele hintereinander und dann kackt es aber sowas von ab. Ja, da musst du dich doch mal hinterfragen und sagen, ja, habe ich denn eigentlich das richtige Händchen für die Trainer? Schaffe ich eine Atmosphäre, wo Leute arbeiten können? Oder sind das halt nur irgendwelche Leute, die dann halt Augen zu und durch, wie der Glasner meinetwegen sagt, komm, da mache ich halt jetzt hier mein Ding, red halt nicht mehr mit dem und dann gehe ich halt so schnell es geht und sei es zur Eintracht und verzichte auf die Champions League, by the way. Er hätte sicher auch gerne Champions League gespielt. Und vor allem, und was auch das Thema Modeste betrifft, das ist ja wieder der Punkt, dass wir sagen, wir wollen Typen und wir wollen nicht diesen Einheitsbrei. Ja. Dann haben wir einen, der sagt ganz klar, mit seinem französischen Charme, und der kann es ja auch gerade erlauben, weil er einfach auch top spielt, 2 Tore geschossen, natürlich gerade gegen den Verein, dann stellt er sich hin und sagt einfach, ja, wir haben heute gegen den Schmadtke oder Schmadtkes Verein gespielt und ich habe getroffen und damit sind sie jetzt endgültig in der Krise und das gönne ich ihm. So, und das tut mir gut. Also warum nicht? Das ist doch genau das. Besser so, als wenn er sagt, oh nee, also, ach, das ist mir alles. Nee, das ist, sag doch, wie es ist, ja. Ist doch gut. Aber es ist ja nicht nur das. Erinnert euch mal an 2017, als der nach China gegangen ist, hat doch jeder sofort gesagt, Söldner, China, Geld, verpiss dich. Und er hat damals schon gesagt, ey Leute, ich wollte nicht weg und es hat ihm doch keiner geglaubt. So, warum soll er jetzt 4 Jahre später nachtreten, wenn es nicht stimmt, was er gesagt hat? Also ich glaube ihm voll und ganz ehrlich.
Ja, und vor allem, er wirkt halt auch echt wie so ein Ehrentyp. Der sagt irgendwie ganz klar: Baumgart ist ein guter Trainer und der spricht uns richtig an und unter dem macht es Spaß, Fußball zu spielen. Und der Schmadtke ist halt ein Arsch. Und also ich sag mal ganz ehrlich: Der Schmadtke kommt jetzt auch nicht so rüber, als wolltest du abends mit dem im Treffer ein Schnitzel essen, sondern denkst, irgendwie hat der, das hat der. Der frisst dich und nicht die Schnitzel. Oh. Der frisst dich und nicht die Schnitzel. So ist es ja. Also einfach ein unangenehmer Typ. Und genau, und dann, wie der Norbert das sagt, dann müsste man irgendwann mal die Frage stellen, bist du denn der Richtige für das Amt? Und red nicht immer über die Trainer und ob die Trainer einen guten Job machen, sondern suchst du für diese Mannschaft den richtigen Trainer aus? Und kommen wir zu Kofeld. Kofeld ist eine absolute Katastrophe. Seid mir nicht böse. Also gerade Norbert, du bist ja Mediencoach. Also was kann man mit dem nehmen? Also, war wirklich inhaltlich abgesehen. Der mag ein toller Trainer sein, aber also wer weinend als Trainer zur Pressekonferenz geht, hat seinen Job verfehlt. Ja, das kommt drauf an. Also, aber was ich jetzt von ihm bisher gesehen habe, wie er sich da auch vorgestellt hat, er hat ein bisschen an sich gearbeitet, habe ich den Eindruck, nachdem er aus Bremen weg war. Aber dennoch ist es nicht so souverän, dass ich dann als Spieler sage, den nehme ich mir, der führt mich dahin, wo ich vielleicht selber noch nicht war. Ich kann mich da verbessern oder so. Jawohl. Genau, ja. Und das zumindest bei so einer Mannschaft wie Wolfsburg brauchst du, glaube ich, was anderes als eben noch bei Bremen. Ich finde es interessant, den Tedesco jetzt nochmal gehört zu haben, nachdem der zurückkam. Ja. Und dachte so, guck mal hier, der hat sich persönlich nochmal anders weiterentwickelt. Der wird erwachsener. Der sah ja auch aus wie immer wie so ein kleiner Junge. Da denke ich mir auch, Nee, der Tedesco, habt ihr den mal gesehen? Der hat immer rote, glasige Augen. Immer. Achtet mal drauf. Immer. Ehrlich? Der sieht immer aus, als hätte er vorne Bon geraucht irgendwie vorm Spiel. Dann stellt er sich ins Interview. Richtig knallrote, glasige Augen. Immer. Und ich denke mir immer, du kommst doch aus Frankfurt. Nein, aber nie hat sich dieser Podcast mehr bei YouTube gelohnt. Also die Performance von Barton heute, das ist ja wirklich, das ist sensationell. Wirklich, also, das hat das Intro erfunden. Ich habe noch eine Geste, die ich heute gesehen habe, wegen Florian Kohfeldt. Ich weiß aber nicht, ob sie wirklich stimmt. Habt ihr das gesehen? War das echt? Zu wem? Ich weiß es nicht. Ist es ein Bild vom Kohfeldt? Siehst du? Bei Insta habe ich es gesehen. Oder Facebook, ich weiß es nicht. Und er steht gestern im Spiel. So da. Und ich weiß nicht, ob und wenn er den wirklich macht, also das ist ja wirklich, die Kinder bei mir auf Arbeit verhalten sich besser, das kann es nicht bringen. Wenn wenn wir das jetzt auf Facebook oder Insta sehen, würde ich alles noch nicht so ernst nehmen. Es ist so viel Zeit unterwegs. Fake sein. Ja, es kann Fake sein. Aber auch so, ich war ja immer pro Kohfeldt, das weißt du, Steff, wir haben immer gestritten. Mittlerweile ist das Bild bei mir auch wirklich gebröckelt. Nicht, weil er keinen Erfolg hat, sondern ganz genau, was ihr sagt, die Präsenz, der kommt mir wirklich vor wie, ich bin hier, aber so, weißt du, der ist Bundesliga-Trainer, der muss Vorbild sein. Nagelsmann mit 34 ist doch auch ein Vorbild für seine Profis. Ja, ja. Muss er ja sein, sonst wären die ja nicht erfolgreich. So ein Lewandowski könnte auch sagen, was will denn der junge Typ mir erzählen? Nein. Das ist, wie gesagt, von all dem Inhalt, was natürlich wichtig ist, dass du irgendwie, aber du siehst an Leuten wie Klopp, an Tuchel, an Ancelotti, du siehst, du musst natürlich auch sowas, brauchst eine gewisse Ausstrahlung, du musst mich als Spieler, wenn ich auf dem Feld bin und lieg gerade 0-1, 0-2, 0-3 zurück in einem wichtigen Spiel, du musst mich mit, nicht nur mit deiner Taktik oder Halbzeitansprache irgendwie überzeugen, sondern auch mit dem, wie du von außen wirkst. Und der Kohfeldt hat einfach eine Körpersprache und eine Ausstrahlung, dafür kann er dann teils auch nichts für seine Optik, aber es wirkt einfach immer sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Auch dann die Pressekonferenz nach dem 2-3. Und dann kommen so Sätze wie, dann fragt der Reporter die erste Frage, was war los? Man so, ja, die Fehler sind mir unerklärlich. Sagst, Alter, Flo, weißt du, sei mir nervös, aber du kannst doch nicht als Trainer, der seit ein paar Tagen diese Mannschaft trainiert, dann nach einer Niederlage oder Niederlagenserie in die Pressekonferenz gehen und sagen, diese Fehler sind mir unerklärlich. Wo du sagst, wer soll es denn erklären, wenn nicht du? So, also. Das ist ja wie, als hättest du Marcel Reif zu Gast und kriegst dein Maul nicht auf. Also, das ist. So ist es. Wie würde das passieren? Wir sind ja Profis. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau das. Wenn du das jetzt nach 2 Jahren oder 5 Jahren, wo du Trainer bist, machst, okay, du hast eine Routine, aber du bist ganz neu. Du repräsentierst den Verein. Du bist das neue Gesicht. Du willst diesen Job. Du bist jung. Du hast einen Verein vorher gehabt. Das ist mir unerklärlich. Ja, warum bist du Trainer geworden? Der Kohfeldt ist für mich so einer, oder der trainiert samstags die Mannschaft seiner Tochter. Weißt du, so ein bisschen, hey, Jacqueline, komm. Und jetzt, hup, und ja, und danach gehen wir alle noch ein Eis essen, ja. So, und dann geht er noch irgendwie zu Meckes und geht in die Kinderrutsche und so. Der Flo ist total cool. Aber komm, die Nummer 10, das ist meine. Jetzt sag ich mal, pass mal auf. Glaubt ihr aber wirklich,
dass er nicht weiß, wo das Problem ist. Weil das ist eben noch die andere Frage. Oder traut er sich einfach nicht, vor der Presse zu sagen, ich hau mal meinem Team eine vor den Latz, weil passt mal auf, daran haben wir jetzt gearbeitet, die ganze Zeit. Und warum kriegt ihr das auf dem Platz nicht hin? Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das bedeutet dann eher, das Team folgt ihm nicht in irgendeiner Weise. Nicht nur das, ich glaube einfach, du bist der Profi, der Norbert, was es angeht, aber was Präsenz angeht, er ist der neue Trainer, er muss den Verein repräsentieren, aber er muss doch auch seine Eier zeigen und sagen, okay, ich weiß, wo die Fehler sind. Er kann doch auch sagen, ich möchte jetzt hier nicht ansprechen, aber ich weiß, wo die Fehler sind. Wir werden das intern besprechen, ja. Aber das ist so ein Waschlappengedöns. So. Ich habe die Fahrkarte nach Bremen zurück. Ja, auch ein schöner Titel für die Folge, Waschlappengedöns. Aber das Ding ist halt, du kannst doch nicht als Wolfsburg, und also für mich in meinem Weltbild ist Wolfsburg Top 5 auf jeden Fall mit dem Material, was die haben. Also das ist eine tolle Mannschaft. Und dann spielst du zu Hause gegen Köln und konzentrierst dich nur auf Kontern- und Umschaltspiel. So, ich hatte das Gefühl, das Einzige, was sie in der Woche trainiert haben, sie hatten nicht viel Zeit zum Trainieren, bla bla bla, aber das Einzige, das Abwehrverhalten, auch da Abwehrverhalten, katastrophal. Also du darfst, das kann doch nicht sein, dass dein Modeste vier Spiele kein Tor schießt und gegen dich macht er zwei Kopfbälle rein. Das in der Box, das Zweikampfverhalten, eine Katastrophe. Und dann hast du das Einzige, die Umschaltmomente waren gut, aber du hattest echt das Gefühl, sag mal, kann das sein, dass ihr nur irgendwie Konter trainiert habt? Ihr spielt daheim gegen mittelstarkes Köln, da müsst ihr eigentlich irgendwie klar die Eier auf den Tisch legen. Und was macht ihr? Ihr zeigt nur Umschaltspiel. Freunde der Sonne. Aber auf der anderen Seite, woher soll er es denn wissen, der Kohfeldt? Nicht, um ihn in Schutz zu nehmen, aber er hat ja vorher 2 oder 3 Jahre bei einem Verein gespielt, da warst du auf Konter angewiesen, weil du hast immer gegen den Abstieg gekämpft. Ja, dann ist die Frage, bist du der richtige Trainer für Wolfsburg? Definitiv. Und dann sind wir eben beim Schmadtke wieder zurück. Warum holt er dann den Kohfeldt, wenn er dahin nicht passt? Nur weil er denkt, na, das sind dieselben Vereinsfarben oder was? Also, aber du hast ja beim Schmadtke, nee, sorry, wenn ich unterbreche, aber du hast beim Schmadtke aufgrund der Laufzeit der Verträge und wann die rausgeschmissen werden, jedes Mal das Gefühl, er holt den falschen Trainer. Aber da gebe ich dir schon recht, vielleicht war einfach kein anderer auf dem Markt. Ich weiß es nicht, der Bayer Lotzer ist jetzt wieder frei, vielleicht ist es ein Kandidat. Aber ich meine, du hast dieses Material in diese Spieler in Wolfsburg. Ja, die sind in die Champions League gekommen. Ja. Und ich meine, beide Trainer haben ja, wie gesagt, die haben mit einem Hoch angefangen und sind dann wirklich richtig tief abgefallen, wo du denkst, naja, irgendwie, die können es doch. Aber nach einer Weile verliert ihr die und die wollen nicht mehr oder was ist los? Also, das heißt, die holen das nicht raus, was der Glasner rausgeholt hat. Aus praktischen oder die merken einfach auch irgendwann im Training, okay, der Trainer ist eine Pfeife. So, das war so ein kurzes Strohfeuer die ersten 1, 2, 3 Wochen und so ein bisschen, hey, hopp, zack, 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 bum, bum. Und dann, wenn es so ein bisschen wirklich ans Inhaltliche geht und dieser erste, weißt du, das ist wie in der Beziehung, die ersten 3 Monate, Entschuldigung, ich sag's mal durch die Blume, wird leidenschaftlich gebumst und dann räumst du die dreckige Wäsche weg. Ich kenne es nicht aus meiner Ehe. Ich liebe dich. Was? Aber es war sehr schön durch die Blumen. Ja, ja, ich versuch's wirklich zu verklausulieren. Ja. Aber was? Aber ist mir nicht gelungen, oder? Ich weiß nicht. Aber das kann doch nicht. Dafür sind die Jungs doch Profis. Das geht doch jetzt da nicht im, liebe ich jetzt diesen Trainer und mache irgendwie so, sondern, ey, wir spielen Champions League. Ja. Und wir haben die sich in der Champions League angestellt und du denkst so, also zumindest in die Euroleague müssten wir doch noch kommen, nicht irgendwie uns so verabschieden, dass du denkst, peinlicher, geht es noch peinlicher? Nein, es geht nicht peinlicher. Darfst du in der Champions League spielen, Alter? Ja, und da siehst du auch nichts von denen. Und da würde ich doch sagen, pass auf, ist mir egal, wer unter mir Trainer ist. Ich gebe da alles, was ich kann in der Champions League. Ich will mich da zeigen. Guck dir doch mal nur, ich sag nur 4 Namen. Und wenn du dann die 4 Namen hörst und siehst, wie die spielen und wie die abkacken, Riedle, Baku, die Mecca-Brüder, die beiden. Und dann kommt noch dazu, Baut Weghorst. Das sind 4 Spiele, damit spielst du automatisch in den Top 5. Das ist so. Alter, mit denen würde ich was reisen, wirklich. Also, das wurde wirklich gesagt. Als Spieler oder als Trainer? Als Liebhaber. Warum wir schon wieder dabei waren. Was ist denn? So, ich spiele immer noch aufgewühlt vom Eintracht-Spiel. Es tut mir leid. Ja, also ich finde, ich kann es nicht nachvollziehen.
Und deshalb, ich konnte es schon nicht nachvollziehen, zu dem Zeitpunkt von Bommel zu freuen, sondern gibt dem Mann noch mal ein bisschen Zeit. Das ist doch genau das, was der, was, also das ist ja auch nicht nur, dass es traditionalist ist, sondern du weißt doch, wie in der Beziehung, das dauert einfach. Du musst dich eingrooven. Kannst du dich beim ersten Streit sagen, nee, ich will nicht mehr? Oder du sagst, nee, das, wir müssen uns ein bisschen eingrooven. Ich muss dich verstehen, du musst mich verstehen. Und so ist es doch genauso. Lass den Leuten noch mal ein bisschen Zeit. Aber den, da ist doch nichts passiert in der Saison. Ein paar Spiele gespielt, da klappt doch nicht. Und dann, was er, du erwartest direkt ein super Fußballwunder und dann feuerst du den. Und wen holst du als nächstes in Kofeld, wo du sagst, was? Ja. Also, als wäre das wirklich gar nicht geplant gewesen, als sei da irgendwas passiert. Ja. Und dann waren sie unvorbereitet und dann dachten sie, okay, Kofeld. Ja. Für mich ist der Kofeld auch eigentlich der könnte ein guter Zweitligatrainer sein. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja? Das könnte ich mir vorstellen. Vor allen Dingen der Bub, sage ich schon, okay, wir sind ja auch älter als der, aber der ist noch jung, was denn der Anfang Mitte 30, ja? Oder sagen wir 36, so, keine Ahnung. Irgendwie Ende 30, ja, sowas. Ja. Ja, oder sowas. Aber noch nicht erreicht. Er ist ein Frischling im Geschäft. So. Und Bremen war eine Herzensangelegenheit, da war er eh. Aber ich weiß nicht, okay, das ist wieder die Frage, was der Steffen immer sagt. Wenn der Verein anruft, dann gehst du hin. Klar geht er nach Wolfsburg, aber zu einem Champions-League-Aspiranten. Puh, ich kann jetzt auch nicht irgendwie im Tengelmann arbeiten und morgen fange ich im Harrods an. Das wird nicht funktionieren. Das ist ganz einfach so. Also wäre ein schönes Bild, aber ja. Ja, bei Tiffany's. Nee, aber... Es war vorab zu sehen, dass das nicht funktioniert. Er ist ja noch da, aber wer den Schmatke kennt, der hatte Finger immer leicht am Abzug. Da muss man halt aufpassen. Ja, ja. Also für mich ist quasi gerade nur so das Wettrennen, wer fliegt zuerst, Kofeld oder Hütter. Steffen, siehst du den Norbert normal? Oh, jetzt habe ich gerade, jetzt hat es gerade, also wir sehen, liebe Podcast-Hörer, den Norbert jetzt gerade nicht mehr, der hat quasi... Norbert, hörst du uns noch? Wow, ich höre euch noch. Okay, mich, Linda, solange du uns hörst. Siehst du dich selbst noch? Ich sehe so ein geiles, buntes Bild. Also noch mehr lohnt es sich. Ja. Und ich spreche jetzt wirklich um technischen Fehler, nicht um Drogen. Ich dachte, genau. Das wäre jetzt hier Rainbow und so. Hier, ja. Oder Regenbogenkampagne. Norbert, jawohl, steh auf. Aber also für YouTube jetzt ein bisschen unangenehm, aber für die Podcast-Hörer ändert sich nichts. Noch genau. Nee. Ja. Wir machen einfach, wir improvisieren jetzt. Schon mal gehört, Norbert, improvisieren? Ich hab meinen Text hier vorliegen. Was anderes mache ich nicht. Ja. Sehr geil. Übrigens habe ich gerade nachgeguckt. Übrigens habe ich nachgeguckt, 39 ist Kofeld. Also, so wirkt er nicht. Ne? Er wirkt so ein bisschen wie ab 10 muss er zu Hause sein. Ganz genau, genau. Ja, genau. Flo, komm rein, das Essen wird welk. Ach, so ja, habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Ja. Flo, gehst du bitte noch mit dem Hund raus? Ja. Moritz, komm, der Flo geht nochmal raus mit dir. Bringst du Zigaretten mit? Hier ist die Einverständniserklärung. Ja. Fürs Kiosk. Holy shit. Also, ihr seid aber auch fies. Ihr seid aber auch. Einverständniserklärung. Ja, was? Ich wurde früher im Regen mit dem Ding, mit dem Zettel ans Kiosk geschickt. So, das waren die 80er. Ich weiß nicht, was die Zeit sagt, aber was sagen wir denn zum Kimmich, ganz kurz? Vernünftig jetzt endlich? Richtige Entscheidung? Dr. D. Kann man sagen. Bitte? Ich glaube, in dem Moment, wenn er sicher bei der WM mitspielen möchte, ist das wahrscheinlich jetzt eine gute Entscheidung. Ja, also rein politisch. Ja. So, von daher glaube ich, mehr muss man dazu nicht sagen. Aber ob das jetzt noch irgendwas hilft, nachdem er schon irgendwie durch die ganze Nummer durchgegangen ist, weiß ich nicht. Ja. Durch den Verlauf, ich habe es ja auch jetzt gehabt, durch den leichten Verlauf, den ich auch hatte, hat er wahrscheinlich gemerkt, dadurch, dass er jetzt, der Verlauf war zwar leicht, aber die Nachwirkungen mit seinem, ich glaube, das war das Herz, Lungenprobleme, die Lunge, aufs Herz strahlen können, hat er einfach gemerkt, es wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte mich wirklich impfen lassen. Weil soviel ich weiß, wenn du einen leichten Verlauf hast, ist der Angriff auf deine Organe auch nicht so schlimm, wie wenn du es jetzt hart kriegst. So. Mhm. Zumindest habe ich es so gehört. Aber trotzdem, natürlich, jetzt ist der Leistungssportler, das ist schon klar, der sitzt nicht abends mit seinem Bier da und macht einen Podcast. Das ist ein Leistungssportler. Entschuldigung. Aber wir dürfen das ja auch. Nein, aber ich glaube, der hat jetzt endlich, wie viele andere auch gecheckt, die danach gesagt haben, hätte ich doch meinen Mund nicht so weit aufgerissen. Obwohl, das hat er jetzt nicht, aber hätte ich mich doch impfen lassen. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also, ja, das ist halt das Ding. Wir sind auch geimpft. Hat es uns geschadet? Ich glaube nicht. So. Und das schon wieder ein Grund dafür. Nein, okay. Ja, deshalb hat der Norbert auch das Bild jetzt zerstört. Ich könnte mir vorstellen, Norbert Dick ist jetzt nackt. Ja, das bin ich. Ihr weiblichen Hörer, bitte schaltet sofort ein. Ich. Ja. Und er hat jetzt zwei Mikros. Bitte. Ich weiß jetzt nicht, wie geschmacklos ich jetzt werden kann.
Ach, bitte. Ich mache seit Ewigkeit mit Leidi Podcast. Also, top das mal. Ich glaube, der Norbert sieht gerade so aus wie in seinem größten Film Männer, die auf Ziegen starren. Wahrscheinlich. Haben wir außer meinem persönlichen LSD-Trip noch das Thema? Haben wir noch Themen? Kimmich und Corona. Ja, ich bin immer, abschließen. Ja, ich muss sagen, ich bin erschüttert, ob der Dinge, die da auf diesem Planeten zwei Jahre danach oder knapp zwei Jahre danach noch passieren. Ich bin froh, also ich nehme Fußball selbst mit Geisterspiel, ich nehme Fußball selbst mit WM in Katar. Wenn ich mir vorstelle, was dieses Corona-Thema uns was uns das noch beschäftigt und mit Demonstrationen und Querdenkern und ihr kriegt das ja alles mit. Insofern, ich finde es gut, jedes Häschen, was man mehr im Sack hat, irgendwie dient einem tollen Zaubertrick und ja, aber es wird noch ein langer Weg sein, bis das alle verstehen, weil ich mache mir manchmal bei den Nachrichten oder wenn das so bei Facebook oder so gepostet wird, mache ich mir manchmal noch die Arbeit und lese mir den einen oder den anderen Kommentar durch und da kannst du eigentlich schon mit dem Kopf schütteln, bevor du das aufgemacht hast, das Dropdown-Menü, kannst du schon mit dem Kopf schütteln anfangen und dann geht es durch. Was da für Kommentare dabei sind, das ist einfach erschreckend. Insofern, ich finde es cool, dass er es gemacht hat und ich hoffe, dass das jetzt irgendwann mal vorangeht und dass es irgendwann wieder Normalität gibt. Und das nicht dieses. Häschen im Sack, das ist ja heute großartig. Das ist ja wirklich großartig. Ich weiß ja, jedes Häschen im Sack, das ist wirklich großartig. Ja, das ist Wahnsinn. Ich weiß ja gar nicht, was ich heute als Titel nehmen soll. Ich würde sagen, wir bringen die Folge dreimal raus mit vier verschiedenen Titeln. Also das ich hat die Folge. Ja. Das hat die Folge. Ich wollte ganz kurz nochmal, wir haben jetzt Minute 45 nochmal ein ganz kurzes Feuerwerk. Oder Herr Barton, hast du noch redaktionell was? Ja, ich wollte noch kurz, was sagen wir zu Kun Agüero und seinem Karriereende, aber gut, das können wir mal weglaufen. Das ist jetzt nicht so relevant für uns. Stimmt, habe ich auch gar nichts zu sagen. Aber gut, könnt ihr machen. Alles richtig gemacht. So. Ah ja, also was willst du? Gott sei Dank hat er schon ein bisschen was erreicht. Also noch dramatischer wäre es, wenn er irgendwie 20 wäre, ein Megatalent und dann käme das mit diesem Herzfehler. Insofern hat wenigstens schon ein bisschen was erreicht und jetzt ist es halt so, dass der Körper einfach sagt, das ist Feierabend, es geht nicht mehr. Schade, toller Spieler, aber wir haben den ja in Deutschland jetzt nicht so mitbekommen. Nee. Also, ja. Okay. Insofern, ich muss nochmal, oder warte mal in die Runde fragen, krass und Applaus für Sané. Ja. Also. Angekommen. Frage in die Runde, liegt das alles noch am Nagelsmann? Ich glaube, es wird, also in dem Fall ist eine gute Zusammenarbeit. Ja, weil Nagelsmann, der Trainer, der mit Sicherheit was macht und ihn anpacken kann, aber wenn der Spieler es nicht versteht, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich jemand wie hier Guardiola nicht für jeden ein geiler Trainer ist. Ja. Gerade wenn du irgendwie jung und übertalentiert bist und vielleicht dann eben auch noch denkst, guck mal, ich bin schon geil alleine, wenn ich auflaufe oder so und ich kann dann mal den einen oder anderen Meter weglassen. Und du musst dann schon irgendwann muss es mal Klick machen, dass es sowas ist wie, du bist unfassbar talentiert, aber unfassbar talentierte Jungs gibt es häufiger, von denen niemand irgendwas hört, weil sie nicht dran arbeiten an ihrem Talent, weil das vielleicht 10 oder 20% von dem sind, was du auf den Platz bringst. Du musst schon dran arbeiten und du musst schon mal zurücklaufen und du musst schon mal was machen. Und das macht er jetzt und ist ein geiler Spieler geworden und kann noch mehr. Ganz genau. Ich glaube auch, also was Norbert eben gesagt hat, du musst, jetzt habe ich einen Faden verloren, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich glaube, er hat auch selbst erkannt, dass er morgens auch nur aufs Klo geht, wie jeder andere Mensch auch. Genau. Und das, was du gerade gesagt hast, Norbert, und zwar von wegen, ich lasse mal den Meter laufen. Ja, das kannst du machen mit 30 und Weltmeister. Dann kannst du sagen, den Meter muss ich jetzt nicht mehr laufen. Ja, aber heute auch nicht mehr. Also, sagen wir mal, klassisch gesehen, ja. Aber der Bub ist, das ist ein junger Spieler mit Megatalent. Aber komm mal runter, du musst nicht deinen 30.000 Euro Anzug zeigen, zeig doch mal Leistung im Spiel. Da ist man doch mal begeistert von. Erarbeitet dir doch erstmal diese Reputation, dass man sagen kann, oh, Sané ist ein Spieler, an dem kommt keiner vorbei. Und wenn er die Leistung zeigt, kontinuierlich, dann ist er auch so ein Spieler. Ich glaube aber, dass der Schlendrian raus ist bei dem. Der Nagelsmann hat bestimmt auch was damit zu tun, aber ich glaube, er hat selber gesehen, okay, halt mal einen Ball flach, schalt mal einen Gang runter. Ja, und ich glaube auch, dass der Spielertyp
Also gerade der, wenn du, und das will er wahrscheinlich auch, ein Weltstar werden willst, das war vor 10 oder 15 Jahren vielleicht noch anders, aber heutzutage musst du, egal auf welcher Position, musst du gegen den Ball arbeiten. Genau. So, und wenn du PSG Genau. siehst, und tolle, tolle Folge übrigens, tolle Sendung bei The Zone, gibt es Decoded zum Thema unter anderem Lionel Messi, und da gibt es auch also den Messi von Barcelona, den Messi von PSG, und da zeigen die auch Aufnahmen von PSG, und bei Ballverlust weder Messi noch Neymar noch Mbappé gegen den Ball arbeiten, und dann ist das Ding, also du verlierst vorne einen Ball, gibt's Konter, und dann fehlen da hinten einfach drei Jungs, die auch irgendwie zweikampfstark sind, und das kannst du dir heutzutage im modernen Fußball im 2021, glaube ich, nicht mehr erlauben. Das konntest du vor 10 Jahren, konnte das Messi machen und Ronaldo, war klar, dafür bist du da, steh da vorne und warte, bis der Ball kommt, aber heutzutage musst du einfach, und das hat er gelernt, das hat, wie es der Norbert sagt, der Guardiola hat das nicht hinbekommen, konnte ihm das nicht erklären, aber der Nagelsmann hat irgendeinen Punkt erwischt in der schwierigen, schwierigen Phase, wo du sagst, also entweder bist du jetzt einer der Spieler in der Hierarchie oder in der Statistik, die komplett abkacken bei den Bayern und die nie wieder gesehen werden und dann irgendwann in der dritten Liga landen oder sonst irgendwas, oder du machst jetzt die Karriere. Und das hat er verstanden, und wichtig, dazu gehört einfach das Spiel gegen den Ball. Also renn mal nach hinten und geh mal in den Zweikampf, und das macht er, und es sieht richtig krass aus. Also geile Entwicklung, Wahnsinn, und wirklich. Jetzt erst siehst du, was er wirklich kann, also was das ganze Paket von ihm ist. Und dazu braucht er eben das ganze Ding. Ansonsten, ich meine, der Tiefpunkt war ja wirklich, als er da, also gegen Köln war es, glaube ich, wo er von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Und Wechsel. Ja, okay, in dem Moment musst du dich entscheiden. Und vielleicht war das sozusagen als Tiefpunkt nochmal wichtig. Und da kann auch ein Nagelsmann nochmal anders hin und kann ihm sagen, okay, hast du Bock auf das? Oder hast du Bock darauf, richtig, dass die hier sagen, der Sané hat mal hier bei Bayern gespielt. Alter, das war eine Zeit. So, und er hat Charakter bewiesen. Genau. Der hat Charakter, also wie du ja nochmal sagst, ich werde mal von den Fans ausgepfiffen, also wie das von den eigenen fucking Fans, weißt du, wenn du irgendwie im Auswärtsspiel bist, aber die eigenen Fans buhen dich aus. Und da mit so einer Leistung zu antworten, und für mich ist Sané in der Form in 2, 3, 4 Jahren Ballon d'Or. Nee, das ist ja auch nur, und dafür nicht vergessen, der hat deswegen nur 50 Millionen gekostet wegen Corona. Ja, die hätten sonst die vollen 100 Millionen verlangt, und 100 Millionen... Ja, weil er bei City ein bisschen dann Abstellgleis war. Ja, also, ja, aber trotzdem hätten die 100 Millionen Euro verlangt, die hätten sie auch verlangen können, die Bayern hätten ja trotzdem gekauft. Der Punkt ist aber auch der, rechtfertige auch mal diese Ablösesumme. Das kommt dazu. Ja. Das ist nicht wenig Geld. Heutzutage ist es bei großen Vereinen nicht so viel, aber es gab noch keinen 100 Millionen Transfer in der Bundesliga. Noch gab sie nicht. Ja, aber ich finde tatsächlich dann einfach beide Seiten erstaunlich. Also zum einen der Fußballer, der es gepackt hat, trotz aller Widrigkeiten, aber dann auch der junge Trainer Nagelsmann, der es gepackt hat mit seiner Ansprache und der Nagelsmann ist ungefähr Generation Kofeld, und man darf es ja gar nicht miteinander vergleichen, aber der Nagelsmann hat eine Ausstrahlung und hat einen, der steht mit beiden Beinen wirklich bumm, wie ein Fels in der Brandung, und dann schnappt er sich den Sané, und innerhalb von ein paar Stunden kriegt er seinen Kopf frei, also wirklich erstaunlich, wirklich, also ich glaube, dass der Nagelsmann einer ist, der sich, der locker ist und der wirklich auch mal vielleicht ein Auge zudrückt, weil er auch noch sehr jung ist, aber ich glaube, wenn du es dir mit dem verscheißt, dann hast du es richtig verschissen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil wahrscheinlich viele denken, ach, der ist 34 Jahre, der hat noch die Eierschale auf dem Kopf. Und das ist der Fehler. Der hat mit 28 schon was dann? Ja. Eierschale auf dem Kopf. Ist doch so. Der vierte Titel für heute. Der vierte Titel. Ich habe heute echt ein Problem. Also wir laden das Ding heute mehrfach hoch. Das war doch für aber das Sauerstoffflash, oder? Nach 2 Wochen. Nee. Nach, ne? Aber ich meine, das ist das, was ist ja auch bei Klopp gibt. Natürlich kann der kann total gut auf die Spieler eingehen, und der kann sie dazu bringen, dass sie ihm folgen und dass sie Bock haben, da zu spielen und so. Aber wenn du dann also der kann auch knallhart sein. Das ist das, was du vielleicht jetzt beim Nagelsmann auch siehst. Also wenn du es dann nicht mehr bringst oder wenn du sagst, du lernst nicht an deinen Fehlern, dann bist du auch sehr schnell raus. Also weil das ist dann auch der trägt dich dann auch nicht mehr noch 2 Saisons mit durch. Ja? Und dann gehst du halt nach Aston Villa oder so. Ja. Ich hatte noch 2 Fragen in die Runde, weil wir jetzt schon bald die Stunde voll haben. Ganz kurz, was erwartet die Runde von Tedesco? Können wir von dem was in Leipzig erwarten? Leipzig. Schwierig. Ich kann gar nichts dazu sagen, weil dieser zweite Platz, die Vizemeisterschaft mit Schalke, das war geil. Das mag auch an ihm gelegen haben.
Aber warum geht er dann 2 Jahre nach Moskau? Ich bin bei Tedesco noch nicht sicher. Ich kann ihn weder leistungstechnisch einschätzen noch menschlich. Ich halte mich da jetzt mal komplett zurück. Ja. Ich hatte ja letzte Woche so mal die These in den Raum geworfen, er könnte für Leipzig sogar ganz gut passen. Er eben von der Generation, wie gesagt, Nagelsmann, das jetzt nur zu vergleichen, weil die ungefähr das gleiche Alter haben, macht natürlich keinen Sinn. Aber also ich gebe ihm mal den Kredit und sage, ja, möglicherweise passt er ganz gut nach Leipzig oder kann sich zumindest ganz gut dort anpassen und kann seine Art da gut unterbringen. Aber das ist jetzt, ich würde jetzt auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Ja. Im Moment führen sie 1-0, aber das sagt ja auch nicht viel. Schauen wir mal. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, ich kann ihn auch, also dadurch, dass er natürlich auch, also Schalke ist ja nochmal ein anderer Kosmos, dann diese Russland-Reise habe ich auch nicht verstanden, da war der so komplett out of order, beziehungsweise so ein bisschen total weg vom Radar. Ja, also er hat, muss man schauen, ich kann es auch schwer sagen. Und ich wollte noch sagen, viele Grüße, Rangnick bei Man United. Irgendwie geil, finde ich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Finde es auch gut, mal sehen, ob Ronaldo und Ernst so richtig Buddies werden. Das hatte der Ralf gesagt. Gibt es ein Rangnick mit Ronaldo, ohne oder noch irgendwas? Also, ja, wie wird der Ronaldo zünglern an der Waage bei diesem Trainerabend oder? Das wird sehr, sehr spannend. Aber eine geile Ronaldo Mannschaft. Kann auf jeden Fall nicht Rangnick-Fußball spielen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, noch gerade nicht. Dieses. Noch nicht. Genau, noch nicht. Aber ich meine, mit 38, 40 kannst du nochmal was Neues ausprobieren, finde ich. Ja, so ist es. Aber vor allen Dingen, was auch geil ist, was mich auch ein bisschen persönlich stolz macht, als deutscher Fußballfan, dass du siehst, wie gut die deutschen Trainer im Ausland bei den Top-Teams stimmt, angekommen ja, sind. Das stimmt, ja. Tuchel, Kloppo, bin ich blöd oder was? Rangnick. Ich sag mal, der Deutscharm. Ja, aber zum Beispiel der Nagelsmann, wenn der mit Bayern was reißt, wird er auch auf dem Zettel vom einen oder anderen stehen. Und den wirst du bestimmt auch bei einem ganz großen Club sehen. Und das ist doch geil. Ja. Wir hatten immer super Torhüter, das immer. Wir hatten auch immer gute Trainer, aber in dem Niveau waren zur gleichen Zeit. Geil. Das hatten wir nie. Geil. So viele nicht. Man hatte mal den Heinkes in Spanien und so bei Real. Ja. Aber ist schon ein bisschen her. Ne? Und da hat er die Champions League gewonnen, wurde rausgeschmissen. Das kann so kann es gehen, ja. Ja, ich meine, vorher war doch das Nonplusultra Udo Lattek im Ausland. Genau. So. Oh. Der hat Maradona trainiert, der hat Barcelona trainiert, der war schon hier und da. Aber das war auch 1700 Schwarz-Weiß. Also bitte. Ja. Und jetzt aktuell mit diesem Top-Niveau-Fußball, 3 deutsche Trainer. Super, top. Schon eine andere Nummer. Freunde, wir sagen, die Stunde ist gleich voll. Vielen, vielen Dank fürs Liken, fürs Teilen, Abonnieren. Wir danken sehr für die Zahlen. Wir hatten jetzt, gestern hatten wir an einem Tag mal 127 Hörer. Es ist noch nicht Hollywood, es ist noch nicht der Oscar, aber wir feiern es wirklich. Wir haben jetzt, glaube ich, im Dezember bisher über 300 Hörer. Also vielen, vielen Dank. Wir freuen uns über jeden einzelnen Hörer, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Irgendwie seid es jetzt in der Bahn, im Auto, in der Badewanne. Also fühlt euch gedrückt von uns dreien. Vielen, vielen Dank. Wir feiern das sehr. Wir machen das hier mit Herzblut und Leidenschaft. Und danke fürs Hören, fürs Supporten. Wir sind ein bisschen bei YouTube, bei Facebook und viel bei Insta. Und wir planen für nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, planen wir einen Jahresrückblick. Ich würde den trotzdem mal machen, oder? Also für, absolut. Ja, sehr gut. Ja. Gucken wir mal so ein bisschen, weil das ist ja dann immer so, was, das war dieses Jahr? So, ja. Also, dass wir mal noch ein bisschen gucken. Es gab ja ein großes Turnier mit einem Sieger und es ist viel in der Liga passiert in Corona. Also, wir werden nächstes Mal natürlich auch in so einer knackigen Stunde mal so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Natürlich auch das Thema besprechen, wenn es was Heißes gibt. Aber mal so ein bisschen auf das Fußballjahr 2021 zurückschauen. Seid auf jeden Fall sehr gespannt. Bitte Applaus für Lani. Ja. Yeah. Vielen Dank. Steffen, bitte. Dankeschön. Yeah. Und der wunderbare Norbert Deeg. Und wir versuchen auf jeden Fall, Norbert, Dankeschön. Ja, yeah, vielen Dank. Und wir versuchen auf jeden Fall für nächste Woche noch einen schönen Gast zu organisieren. Ich frage jetzt auch gleich den Benny Sachs nochmal, dass der mit dabei ist, wenn er Bock hat, dann hat er auch nochmal. Und wir hatten jetzt auch nochmal den Steppi angefragt, da war das noch auf Feedback. Die Jungs vom Frankfurt Eintracht Podcast haben leider keine Zeit. Wir schauen mal. Aber also geplant ist für nächste Woche Dienstag, wir nehmen um 20 Uhr auf, der Abseits-Jahresrückblick. Wir schauen mal auf das Fußballjahr zurück. Bitte liken, teilen, abonnieren. Vielen, vielen Dank für euren Support, fürs Zuhören und Mitmachen. Und habt einen schönen Abend. Und die Herren, danke für die Runde. Achso, Entschuldigung, dass es heute vielleicht ein bisschen albern war. Ich persönlich war echt noch aufgewühlt von diesem Eintracht-Spiel. Also bitte verzeiht, wenn der ein oder andere Spruch ein bisschen albern war oder der ein oder andere Ton. Wir sind natürlich ein seriöser Fußball-Podcast. Absolut.
Aber heute war es, ich kam direkt frisch aus der Spielbeobachtung und ich war echt so aufgewühlt von diesem Eintracht-Spiel. Also nächstes Mal wird es wieder ein bisschen ruhiger. Vielen Dank, danke an die Runde, die Herren, und habt einen schönen Feierabend. Dankeschön. Danke auch, bis dann. Ciao. Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao.